So, willkommen zurück zu The Universum Folge 11 vom Sky High Patch. Wir sind aktuell am Sprung, Elektrizität zu bekommen. Wir haben zwar schon eine Batterie, die ich mal mit einem Blitz aufgeladen habe, aber unser Gaskraftwerk läuft beispielsweise noch nicht. Aber wir können jetzt schon mal Kurierhütten errichten, die ich immer super wichtig finde. Aber eigentlich transportieren alle Leute, die nichts zu tun haben, Waren. Ich weiß nicht, ob die Kuriere da einfach nur besser sein sollen, sind. Wir machen einfach ein paar hin. Restaurant abgeschlossen. Moment, da schauen wir kurz, ob ich da noch mal jemanden reinpacken kann. Jawohl. Dann nehmen wir aber auch wieder einen Gourmet. Was ist da? Da möchte jemand handeln. Gut, wir brauchen natürlich immer Bretter. Bretter nehme ich alle. Eisen, nein, das sind normale Steine. Ihr bekommt von mir normale Steine gegen Bretter getauscht. Steine haben wir genug. Da. Handeln. So. Wir sind super großzügig mit unseren Sachen, wenn wir handeln. Denn so möchte ich, dass sie relativ schnell friedlich werden und nicht mehr so aggressiv gegen uns. Was ist das? Ein Warenhaus? Moment, da können wir natürlich hier auch noch eine Warenhütte hinmachen. Noch eine Warenhütte. Hier kriegen wir wahrscheinlich keine mehr hin. Ich guck mal, ob hier noch eine passt. Kurierhütte meine ich natürlich. Kurierhütte. Und dann machen wir hier noch eine. So. Kurz schauen. Ach, da ist ja noch massig an Fläche frei. Kurierhütten. So, mehr Kurierhütten als alles andere. Ja. Das passt ja sowas. Nächstes Restaurant ist fertig. Komm. Da kommst du rein. Ein Restaurant ist mir vor uns leider durch die Finger geglitten. Aber wir gucken einfach mal, was wir hier noch so. Das wird noch verbessert. Das ist auch noch nicht so weit.
Restaurant. Das ist auch noch nicht so weit. Hier. Turmwache. Komm, jawohl, ich nehme wir mal hier rein. Müssten wir jetzt nur rausfinden, bei welchem Turm unbesetzt ist. Hier. Nehmen wir dich. So, was war das? Eine Schule. Da. Ein Hospital. Oh Gott, wir haben super viele Punkte schon wieder. Komm, da pflanzen wir mal ein paar Bäume wieder nach. So, hier noch ein paar Restaurant. Ein Gourmet. So muss das sein. Was wird hier? Auch ein Restaurant. So. Bretter und Steine. Alchemistische Schraube. Ja, dann Warenhäuserverbesserung. Schmied. Mittelalterliche Fischerhütte. Jagdhütte. Wachturmverbesserung. Jägerhüttenverbesserung. Da. Massage? Okay. Was können wir jetzt noch tun? Wir machen vielleicht die eine oder andere. Na. Annehmlichkeit hier mal für unsere Leute hin. Da. Restaurant schon wieder fertig. So, hätten wir noch Totengräber. Was haben wir denn so allgemein? Nehmen wir dich. Hier machen wir auch noch so ein. Einfachen Laden hin. Kriminalität. Wachtürme hätten wir 7. 3 Krankenhäuser nur. Das ist wirklich nicht viel. Das ist wirklich nicht viel Mist. So, wie sieht's hier aus? Eisen, Holz, bis das Holz mal hier ist. Okay, wir priorisieren mal hier. Bretter und Steine erstmal hierhin und dann möchte ich das Kraftwerk fertig haben. So. Habe ich irgendwas übersehen? Ich guck mal schnell.
ob wir irgendwie noch großartig verletzte Leute haben. Die heilen wir dann natürlich auch gleich wieder von Hand. 60. Da, da, da. Schwupps, wie sieht's bei dir aus? Du bist fit. Du bist auch fit. Und du? Neutral. Du bist aus einem Nachbardorf. Okay. Naja, gut. Ist ja nicht schlimm. Wenn ihr neutral seid, ist alles gut. Hier ist ein Jäger von mir. Der huscht durch die Prärie. Was war das für ein merkwürdiges Geräusch? So, du bist wohl auch fit jetzt. Und weiter geht's. In der Schule. Tatsächlich. Okay. Dann schauen wir mal. Heilung. Geht trinken, das finde ich sehr gut. Wenn die Leute selbstständig trinken gehen, ist das perfekt. Restaurant schon wieder eins verbessert worden. Schauen wir mal, was hier so an Arbeitern reingehen kann. Ist das. Bam, 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 bam. 104 freie Arbeiter. Bei dem Stand aktuell könnten wir uns tatsächlich die zwei Schichten leisten. Ingenieure, gerade letzter Schliff. Sehr gut, das müsste der Ingenieur hinten. Ach nein, das ist ein anderer Ingenieur. Okay, egal. Der ist auch wichtig. Du und du. Zweimal fleißige. Hier. Sieht's ganz gut aus. Dann priorisieren wir hier auch mal noch. Erschöpft. Da hat sich wieder jemand am Arbeitsplatz verletzt. Friseur fertig geworden. So, wie sieht's bei dir aus? Alles gut. 79. Ich glaube, euch brauche ich jetzt schon gar nicht mehr heilen. Ups, jetzt waren nicht mehr alle dabei. Ingenieur. Gucken wir mal. Du bist ein Ingenieur.
Weiß nicht, ob der so eine helle Birne ist. So. Moment, wir kommen jetzt auf jeden Fall an die zwei Seen ran. Dann mache ich natürlich auch wieder eine Wasserpumpe und ein Fischereipier hin. Und hier oben auch. Eine Wasserpumpe und ein Fischereipier. So. Nahrungsmittel, ja. Werden wir sehen. Neue Verbesserung Fischernetze und Feuerstein Dolche. Regierung Papa. Verantwortung umgehen können. Öffentliche Verwaltung ist keine leichte Sache. Das würde ich gerne weglassen. Deshalb ist auch unser Rathaus ausgestellt. Geologie. Okay. Wird schon passen. Jetzt einfach hoffen, dass unser Kraftwerk fertig wird. Hier können wir erstmal wieder ein paar Bäume gebrauchen. Hier stehen noch jede Menge. Deshalb hole ich trotzdem welche von weit weg. So. Da, da. Da, da. Da, da. Priorisieren. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwo geschnittene Steine finde. Hier werden sie verarbeitet. Die kann ich zumindest nicht hier rausnehmen. Schade. Schade, schade, schade. Dam, di, di, dam. Nein, das nicht. Ich wollte ein paar Leute verheiraten. Wie sieht's mit dir aus? Du hast keine Fertigkeiten. Du nicht. Einsiedler, ach, kommt jetzt. Du? Und du? Passt, hier ist schon wieder ein Restaurant fertig geworden. Das geht echt schnell im Moment. Komm, da packen wir einfach dich rein. So, schon entschieden. Wie sieht's bei dir aus? Tut nichts.
Moment, du hast Immunität. So. Hast zweimal immun. Ihr müsst die perfekten Kinder bekommen. Damit kann ich auch leben. Ein Knabberer in Blau. Und immun. Ein Knabberer in Blau und immun als Frau. Einen Siedler wollen wir jetzt erstmal noch nicht. Wie sieht's bei dir aus? Nee, muss nicht sein. Gourmet, ihr esst mir zu viel. Eine knabberer Frau. Gucken wir mal, was wir noch so an Männern da haben. Ein Siedler, nichts. Auch nichts. Auch nichts. Gourmet muss nicht sein. Ach komm. Nehmen wir einfach dich. Die Hütte wollte ich nicht. Okay, du bist schon echt alt. Ich weiß nicht, ob das noch mal was wird. So, da hat sich jemand verletzt. Gucken wir mal schnell. Du hast einfach nur Durst. Dann geh doch zum Wasser. Da trinkst du jetzt was? Okay, sehr gut. Und jetzt, Kollege, wo bist du? Der sich was gebrochen hatte. Ist er schon wieder geheilt? Ist er gestorben? Da. So, wie sieht's bei dir aus? Gut. Dann verheiraten wir noch ein paar. Ein Siedler. Immer schlecht, um Familien zu gründen. Einsiedler. Nichts. Ein Knabberer. Das ist doch schon mal was. Pink ist noch jemand. Pink ist hier in der Nähe. Nein. Okay, jetzt gehen mir die Frauen aus. Sind da. Oh Gott, die sind alle hier drüben. Alles Einsiedler. Passt. Ein Siedler. Jetzt brauchen wir nur noch einen Mann für dich. Ein Mann, ein Mann, ein Wort.
Hier muss irgendwo wieder ein UFO sein. Oh, ich sehe gerade, wir sollten mal langsam die Folge wieder beenden. Ich mache Pause, sage Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.